Es geht weiter, Leute. Herzlich willkommen. Los geht's. Oh. Ich will dich nicht reinlassen. Du bist so aggressiv. Nächster Schatz. Juwelenbesetztes Goldbrosche. Juwelenbesetzte Goldbrosche. Oh. Na komm, noch einmal. Noch einmal. Geh mal weg! Na gut, jetzt zum Hafen. Hoffentlich ist das Boot noch da. Bestimmt. Das Zollhaus. Also hier haben sie früher immer die Ware abgenommen, gelöscht, beziehungsweise das Geld eingenommen. Und ich muss sagen, es sieht geil aus. Es sieht einfach nur geil aus. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Es sieht schick aus. Und das nächste Video kommt nur für euch. Das müssen die Schiffsladungslisten sein. Sie sehen gut erhalten aus. Und da ist es. Hey, komm mal her. Das ist es. Die Esperanza. Herkunft Callao, Peru. Ladung 800 Goldbarren, 1200 Silber, Smaragde, Goldmasken, Schmuck. Wow, du liest Spanisch aus dem 16. Jahrhundert? Doch nicht bloß ein Grabräuber, was? Da steht's. Goldstatue. Gewicht 20 Arrobas. Das sind mehr als 500 Pfund. Das muss sie sein. Oh, lecker. Wow. Sieh mal an. Das Ding sieht unheimlich aus. Danach kommt nichts mehr. Da liegt ein Fluch. Jemand bestimmten? Was? Oh. Ja, das kann man wohl sagen. Ich dachte eher, du hättest in jedem Hafen eine Braut. Schön wär's. Nein, der ist von... Es ist Francis Drakes Ring. Ich habe ihn quasi geerbt. Sic Parvis Magna? Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war das sein war Motto. Mein... Genau. Schau aufs Datum. 29. Januar 1596. Ein Tag nach seinem angeblichen Tod. Und was sind das für Zahlen? Koordinaten. Vor der Küste von Panama. Ach, so hast du also den Sarg entdeckt. Ja, genau. Was Drake uns hinterlassen hat, ist ein Hinweis auf den Ort der Grabstätte. Ein genau. Hinweis an jemand, der klug genug ist. Netter Versuch. Aber wir gehen schnurstracks zum Boot. Tja, ich fürchte mehr als das hier... Kriegen wir wohl nicht zu sehen von Eldorado. Es war eine Lüge. Wir finden Eldorado und wir werden... Hier waren welche. Es war so klar. Mach keine Gefangenen! Immer. Hinter ihm her! Oh. Da drüben ist er! Manchmal ist es besser... Thank you.
Gut. Munition sammeln. Nein. Oh, ein neues Spielzeug. Wieder ein neues Spielzeug, aber nicht haben. Damit kommst du nicht davon. Wunderschön. Es tut mir leid, ich musste noch mal gucken. Es sieht einfach nur geil aus. Und das machen wir später. Munition sammeln. Ihr wisst ja, wichtig. Ich finde das so wunderschön, also echt, also ich weiß, ich höre mich total alt an, aber es ist einfach nur atemberaubend. Also wenn ich das wirklich erleben könnte, oh. Ne? Ich sehe kein Boot, Nate. Die Chance haben wir wohl verpasst. Nein, da ist es. Auf der anderen Hafenseite. Komm. Hey, weißt du was? Warum bleibe ich nicht hier und du kommst gleich wieder und holst mich ab? Okay. Was hast du denn vor? Gar nichts. Ich will nur, naja, hier noch ein paar Aufnahmen machen. Ich bin hier sicher. Das glaube ich nicht. Na gut, klar. Aber pass gut auf dich auf. Bei was auch immer. Kann das gehen? Es kann das gehen. Soll ich jetzt die ganze Zeit X drücken oder was? Weiter geht's. Jetzt noch irgendwo was. Was ist das denn? Der gehört nicht zu Eddie. Nee, ich weiß zu wen. Ich glaube, das ist der Anrushi, den wir verarscht hatten. Und jetzt wird's richtig assi. Es kommen richtig viele.
Oh, wie viele sind das denn, Alter? Überlegen. Der sieht man es nicht. Der ist auch weg. Alter. Das kann nützlich sein. Erstmal noch kleine Vorarbeit machen. Ganz ruhig. So, das Hauptgeschütz ist schon mal weg, das ist schon mal sehr gut. Wo ist der?
Ich hasse das, wenn ein Fehler im Spiel ist. So eine Kacke, Alter. Das jetzt. Na toll, hätte ich das vorher gewusst. Hätte ich mal eine andere Waffe geschnappt. Wir nehmen aber die hier, weil die ist am besten momentan für uns. So. Dann gehen wir da nochmal hin. Da habe ich noch eine gesehen. Noch. Okay, wir gehen weiter und das sehen wir natürlich in der nächsten Folge. Oder? Ja, komm, wir gehen weiter. Machen wir noch ein bisschen und dann werden wir weitersehen. Da ist unser Boot. Das letzte Video für die Folge. Das letzte Video. Hey, wo kommst du denn her? Das hier musst du sehen. Das kommt jetzt eher ungelegen. Nein, Nate. Was soll denn das werden? Das musst du dir ansehen. Hier. Was? Achtung, Achtung und jetzt. Er lebt. Oh, Arschloch. Ich weiß nicht, Nate. Ich meine, vertraust du ihm wirklich? Er wird nicht gerade mit einer Waffe bedroht, nicht wahr? Ja, ich sehe es. Wir müssen hier wegfahren. Das ist wirklich komisch. Nein, Sully hat seine Fehler, aber ein Verräter ist er nicht. Wo sind Sie hin? Nördlich. Ja, Richtung Berge. Okay, es muss das Kloster sein. Gehen wir. Und was, wenn er mit denen zusammenarbeitet? Er wird gerettet oder er kriegt eins auf die Mütze. Ja, genau. Auf die Mütze hau ich ihm so oder so. Genau, und das sehen wir natürlich alles in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Uncharted, das Leben von Nathan Drake in der... Vorsicht! Verdammt! Ich bin hier am Quatschen, du Wichser! Das kann doch nicht wahr sein, du Arschloch! Okay, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.